Mein Name ist Helmar Bruch und ich habe diesen Mercedes hier. Das ist ein Mercedes SS Rennsport von 1928. Der Wagen ist erstmals eingesetzt worden 1928 hier beim Rennen am Nürburgring, großer Preis von Deutschland. Und da hat er den fünften Platz gemacht mit einem englischen Rennfahrer. Dieser Rennfahrer heißt Lord Howe, ist ein bekannter englischer Rennfahrer. Das Fahrzeug war dann immer in England, hat dann verschiedene große Preise gewonnen, war bis 1933 im Rennsport eingesetzt und ist dann im Grunde genommen, sage ich mal, privatisiert worden, das Fahrzeug. Ist dann in ein Museum gekommen und 1986 habe ich das Auto in England aus einem Museum heraus, aus diesem Museum gekauft. Das Fahrzeug ein bisschen restauriert, war aber nicht viel dran zu machen. Das Fahrzeug befindet sich im Originalzustand und ja, jetzt wird heute hier und morgen hier gefahren und ein bisschen Spaß mit dem alten Auto gehabt. Die Mercedes-Benz-Typenreihe SS war die Weiterentwicklung des Modells S. Das Kürzel SS stand für Supersport und machte deutlich, dass es sich hierbei in erster Linie um einen Wettbewerbswagen handelte. In der Zeit von 1928 bis 1934 wurden ca. 110 Fahrzeuge gebaut. Doch nur etwa die Hälfte aller SS wurden auch im Rennsport eingesetzt. Der Kaufpreis belief sich damals auf 35.000 Reichsmark. Für die Bedürfnisse von Fahrer und Maschine sorgen spezialisierte Händler wie Tony Morris. 14 Stunden arbeiten wir hier am Nürburgring jeden Tag. Weit über 100 Reifen haben wir schon montiert und verkauft, sagt Morris aus Birmingham, der mit zwei Kollegen den historischen Rennern Beine macht. An die 400 Euro kostet ein Stück des schwarzen Goldes für einen Aston Martin Le Mans. Wir fragten Eckhard Wagner mit Wohnsitz in Kanada, Sri Lanka und Feldafing Garatshausen, wie man an ein solch schönes Fahrzeug kommt. Ja, und dann bin ich bis nach Portugal gefahren und habe in Portugal dieses Auto gesucht. Und ich habe es in der Tiefgarage gefunden, da hat es 15 Jahre lang gestanden. Und von dem Auto, das Spezielle ist, es gibt nur drei von diesem Typ. Eins ist in Japan, ist nicht ganz original, es gibt noch eins in England und dieses Auto. Und das war die Vorserie nach den Rennwagen, den LM-Typen, von die alle in Le Mans war. Und dieses Auto wurde dann vor der Serie gebaut und es hatte einen speziellen Motor und war als sogenanntes Spares-Auto, also Ersatzauto, mit in Le Mans 33 und 34. Und das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Und ich wollte einfach auch ein Auto haben, das nicht jeder hat, das einfach von der Form ist. Und es ist, glaube ich, von der Form und den Proportionen einfach so schön. Und deshalb hat es mich begeistert und deshalb habe ich es einfach erworben. Tja, einfach erworben. So geht das also. Beim AVD Oldtimer Grand Prix feierte die Formel V ihr 35-jähriges Jubiläum. Die Formel V wurde vom damaligen AVD-Sportpräsidenten Huschke von Hanstein in Deutschland eingeführt. Die VW-Klasse, die auf Fahrwerksteilen und auf dem Triebwerk des VW Käfers basiert, war das Karrieresprungbrett für zahlreiche Formel-1-Profis. Wir befragten Jochen Maas nach seiner Formel V-Erfahrung. Herr Maas, können Sie uns etwas zur Formel V sagen? Na gut, ich habe ja Formel V nur kurz gefahren, eigentlich Super V. Also Formel V fuhr ich nie, aber die Super V fuhr ich 71. Und es waren praktisch meine ersten Gehversuche im Monoposto. Und ich habe gute Erinnerungen daran mit dem Auto, also mit einem Cayman, habe ich hier im Nürburgring gewonnen, den Grand Prix, das Begleitrennen und das Rahmenrennen damals. Und
führte auch damals im Goldpokal. Das war damals so eine Europameisterschaft. Ich bin da umgestiegen auf Formel 3. Aber es war natürlich für mich die ersten, wie gesagt, die ersten Gehversuche im Monoposten. Und die haben einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Es war ein kleines, agiles Auto, nicht viel PS, aber es war toll. Zu den bekannten Piloten der damaligen Zeit gehörte auch Prinz Leopold von Bayern, auch bekannt unter dem Namen Rennprinz Poldi. Wir befragten den Rennprinz nach einem Erlebnis aus seiner Formel-V-Zeit. Ich weiß immer wieder, das 1967, wie ich da in dem Super-V auf der Nordschleife gefahren bin. Und da hatten wir ja auch vorher auch Training. Und ich hatte immer 5-Mark-Stück dabei, weil es mir schon öfters passiert, dass ich während dem Training stehen geblieben bin, weil zu wenig Benzin drin war. Somit hatte ich immer 5 Mark dabei und es ist mir auch 2-mal passiert, dass ich dann unterwegs der Sprit ausgegangen bin und die Zuschauer, die dort standen an der Reihe, die wussten, ah, der hält jetzt an, ging mir den 5 Mark auf den zu und haben gesagt, gib mir mal einen Kanister. Der kam mit dem Kanister rüber, hat reingefüllt und ich bin wieder weitergefahren. Und das ist wirklich wahr? Wirklich wahr. Das ist keine Geschichte. Und hat Ihnen das heute Spaß gemacht? Ja, natürlich. Es war natürlich eine Erinnerung 33 Jahre zurück. Gell? Und ich muss sagen, wenn ich mir heute vorstelle, wie man mit solchen Autos auf der Nordschleife, die Fuchsröhre mit vollen Karacho da runtergefahren ist, ob ich mir das heute noch traue, weiß nicht. Wir sind einfach zu verwöhnt mit den modernen Fahrwerken. Aber trotzdem, für die damalige Zeit war das schon ein irres Fahrwerk. Gell? Aber man musste halt irrsinnig aufpassen, weil der hat sehr übersteuert. Also es war mehr auf Übersteuern ausgelegt. Aber es war einfach wieder die alte Zeit zurückgekommen und man gibt dann auch noch mehr Gas, wie man eigentlich, man nimmt dann sich vor, nee, ich fahre schön langsam und mache keine Rennen, aber man hat ja gesehen, jeder hat gleich Gas gegeben und jeder hat seine Runden drunter gespult, aber nicht auf der letzten Ritze, aber ganz schön. Okay, vielen Dank, ich bedanke mich. Karrieresprungbrett war die Formel V auch für den legendären Formel 1-Weltmeister Niki Lauda. Aber auch Keke Rosberg lernte in dem bis 180 PS starken Monoposto ebenso die Grundrechenarten des Formelfahrens wie Marc Surer oder Manfred Trindt. Die Formel V entwickelte sich zu der erfolgreichsten Nachwuchsformel der wilden 60er Jahre. Zum Jubiläum am Nürburgring trafen sich damalige Fahrer und Konstrukteure zu einem Demo-Rennen. Bekannte Marken wie Motul, Apal und Austro V waren am Start. Erstaunlich, wie gut so ein Auto heute noch liegt und bremst, meinte der ehemalige Formel 1-Pilot und Tourenwagen-Europameister Jochen Maas nach dem Rennen. Benzingeruch und brüllende Motoren lockten an diesem Rennwochenende im August zigtausend Fans aus dem In- und Ausland an den Nürburgring in die Eifel. An 3 Tagen ging es bei dem AVD Oldtimer Grand Prix nicht nur um den Run nach Trophäen, sondern primär auch um die Präsentation schöner, historischer Rennsportwagen. Spannende Rennen bei teilweise sommerlichem Wetter machten dieses Event wieder zu einem Genuss für die begeisterten Oldtimer-Fans.